Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Befehl von ganz unten Box von Deichkind. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Befehl von ganz unten aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, was man gleich auf den ersten Blick mal sagen kann, ist, dass diese Box von ihrer Form, von ihrer Erscheinung auf jeden Fall schon mal ein Highlight ist. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Also einmal hier aufschneiden. Und dann lässt sich das dann hier wunderbar öffnen. So, dann schauen wir mal, dass wir die Box hier rausbekommen aus der Folie. Ist ja gar nicht so einfach bei dieser Form. Aber jetzt haben wir es geschafft. So sieht das aus. Also, wie gesagt, von der Form her für mich ein absolutes Highlight. Ich habe noch niemals eine Box in dieser Variante gesehen. Wir haben hier eine Pyramide vorliegen. Und zwar haben wir hier auf der einen Seite zusätzlich nochmal eine Pyramide abgebildet, die hier scheinbar so gerade abhebt. Sieht sehr nach Raumschiff und Science Fiction aus. Hier lesen wir Deichkind, Befehl von ganz unten, inklusive T-Shirt plus CD und DVD plus Poster. Hier oben rechts haben wir noch so klein überstehend einen kleinen Deichkind-Schriftzug. Auf dieser Seite alles bunt und mit weißen Punkten übersät. Auf dieser Seite genauso. Und auf der Basis, auf der Unterseite der Pyramide haben wir dann Info zu der Box. Und zwar, mach mal kurz hier sauber. So. Und zwar lesen wir hier: Limitierte Deluxe Fanbox, Album plus zwei Bonus-Songs, Roll das Fass rein, featuring der Tobi und das Bo und Herz aus Hack. Making of, Befehl von ganz unten, DVD, streng limitiertes T-Shirt plus Poster. Hier haben wir die Sache dann auch nochmal abgebildet. Dann haben wir hier noch die Credits. Okay. Jetzt ist natürlich spannend, aber es sieht wohl so aus, als würde das Ganze hier aufgehen. Jawohl. Also hier, diese Seite lässt sich öffnen. Wir hatten hier so drei kleine Laschen, die dann hier reingefasst haben. Wir haben hier einmal das Album plus DVD. Dann haben wir das Poster und das T-Shirt. Wir haben hier sogar dann noch so eine kleine Mini-Trennwand, die das Ganze entsprechend in Position gehalten hat. Dann machen wir das Ganze mal wieder zu. Und ich hoffe, ja, funktioniert. Sieht aus wie ungeöffnet. Sehr schön, gefällt mir gut. Dann packen wir die Box mal zur Seite. Und nachdem hier das Shirt und das Poster ohne Folie daherkommen, können wir die schon zur Seite packen. Und dann starten wir direkt mit dem Album. Bevor wir die Folie abmachen, wir haben hier Sticker. Und zwar haben wir hier einmal einen FSK 12 Sticker. Der ist wohl dann für die DVD. Und dann lesen wir hier oben noch limitierte Edition wohl, inklusive CD plus DVD. Jawohl. So, dann werden wir auch hier natürlich die Folie abmachen. Und uns das Ganze einmal hier befreien. Gut, der 12er bleibt uns trotzdem erhalten. Nachdem das hier ein Sticker ist, werden wir diesen Sticker auch mal abnehmen, weil in meinen Augen ist das immer etwas schade und es beeinträchtigt die Optik. Speziell bei so einem gelungenen Cover wie diesem. So, gar nicht so einfach. Aber jetzt. So. Also, so sieht das Ganze aus. Befehl von ganz unten von Deichkind. Es ist das 5. Album der Band. Wir haben hier auch wieder diese fliegende Pyramide, dieses, ja, ich sage jetzt mal Pyramidenraumschiff.
Und es sieht auch hier aus, als würde es irgendwie auf fernen Planeten unterwegs sein, weil ich glaube, hier auf der Erde haben wir keinen orange glühenden Planeten, der hier so direkt nah zu sehen ist. Was sehen wir unten noch? Sieht aus wie Palmen, also drei Palmen hier noch abgeschnitten. Das Ganze kommt in einem Digipack. Hier auf der Seite lesen wir wieder den Albumtitel plus die Band. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also 12 Tracks an der Zahl. Die 12 sind, glaube ich, regulär einfach, also auch auf dem regulären Album drauf. Und dann haben wir in diesem Fall bei dieser Digipack-Variante mit der DVD, haben wir dann auch noch zwei Bonus-Tracks. Wir haben hier noch Features dabei. Einmal hier ein Feature von, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht, Slime. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und dann haben wir hier noch Features von der Tobi und das Bo. Also 14 Tracks gesamt mit drei Feature-Beiträgen. Und dann haben wir noch die DVD Making of Befehl von ganz unten. Hier unten gibt es noch die Credits und einen Barcode. Bedeutet, diese Variante, dieses Digipack mit Bonustracks und DVD gibt es auch so im Handel. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes würde mich natürlich ein Booklet freuen. Jawohl. So, wie wir es von dieser Formation, wie wir es von Deichkind kennen, ist das Ganze sehr farbenfroh gestaltet und diese Pyramide, generell diese Form hier, erinnert natürlich auch immer an die Helme oder an diese Kopfbedeckungen, die die Herrschaften tragen. Vielleicht sehen wir die dann noch im Booklet. Ich gehe mal stark davon aus. So, da haben wir dann die ersten Tracks inklusive ein paar Sätzen dazu. Also was vielleicht zu dem Track hier, was es dazu zu sagen gibt oder wie dieser Track entstanden ist. Ja, genau, von diesen Kopfbedeckungen hier habe ich geredet. So, was lesen wir hier zum Beispiel? Befehl von ganz unten. Hier steht aus optischen Gründen kein Text. So kann das Bild besser wirken und das Grafikdesign wird systematisch geschont. Das wird sich eh durchsetzen in Paris und London. Von Berlin lesen wir mit großem Desinteresse. Ja, also, selbstironisch, wie man es kennt. Leider geil, jawohl. Eines. Wenn nicht sogar das bekannteste Lied von Deichkind. Und dann haben wir hier wieder jede Menge Bilder und natürlich auch etwas Schrift. Diese Pyramidenköpfe hier überall am Start, natürlich. So. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Und so sieht das von hinten aus. Ja, kann man eventuell, jetzt wollte ich schon sagen, als Wendecover verwenden, aber nachdem das ja ein Digipack ist und das Ganze eh da drin ist, ja, Wendecover eher weniger. So, packen wir mal wieder rein. Dann haben wir die CD. Die Album-CD sieht so aus in Schwarz mit diesen weißen und bunten Kreisen hier dazu, mit diesen Kügelchen. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Und dann kommen wir zu der DVD. Wie gesagt, hier haben wir dann den FSK 12 Hinweis. Und das ist ein Making-of. Also da wird man dann wahrscheinlich mitgenommen so in den Entstehungsprozess des Albums, was so also hinter den Kulissen abgegangen ist, vielleicht bei diversen Videodrehs oder Fotoshootings und, und. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar ist dieses im Hochformat. Hier unten lesen wir Deichkind Befehl von ganz unten. Und jetzt, genau das ist jetzt das gesamte Bild. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Cover. Denn auf dem Cover war es ja abgeschnitten. Und jetzt haben wir endlich mal das gesamte Bild. Also hier die Palmen und dann hier oben. Aber es ist doch etwas anders, weil oben rechts ist jetzt der Planet. Hier vorne war es. Links, naja, gut, also etwas abgewandeltes Cover, in diesem Fall im Hochformat. Ist auf jeden Fall optisch sehr schön anzusehen. Und die Rückseite ist blank weiß, also das Poster ist einseitig bedruckt. So, und als dritten, beziehungsweise wenn man die DVD dazu rechnet, als vierten und letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. So. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit weißem Aufdruck. Hier lesen wir wieder ganz groß den Albumtitel, Befehl von ganz unten. Darunter dann hier dieses C, dieses Copyright C und Deichkind. Dann haben wir hier die umgedrehte Pyramide, also dieses Dreieck hier zu sehen.
Und auf der Rückseite ist das Ganze komplett in Schwarz gehalten. Wir haben hier keinen Neckprint. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe M. Das Ganze ist 100% Baumwolle. Und wo haben wir es? Das lese ich hier natürlich nicht. Ah ja, doch hier. Made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in Schwarz und Weiß. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. So wie natürlich das Album im Digipack mit 14 Tracks plus DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Befehl von ganz unten von Deichkind. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Deichkind unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.